Blume, geh hinein. Blume, geh doch mal rein. Los jetzt. Oh, weg ist er. Na, das ist ja toll. So, und jetzt? Jetzt muss der mir doch drei Wünsche erfüllen, oder? Na, dann würde ich sagen, ihr habt so schöne, laute Stimmen. Ruft den doch noch mal. Hey, was stört ihr mich denn, meine Freunde? Der kleine Max. Moment mal, ich rede gleich mit euch. Jetzt muss ich erst mal mit dem da reden. Kinder, das hier, das ist der gefährliche Kasper. Kennt ihr den? Ja! Ich bin doch nicht gefährlich. Doch, doch, Kinder, der Kasper, der ist gefährlich. Hey, hör mal zu. Zauberer, ich will jetzt mal was von dir wissen. Dreh dich doch mal um. Ich will dich mal von hinten sehen. Hä? Soll ich mich mal umdrehen? Ja! Na, dann mach ich das. So? Oh, Kinder, guck mal, was der für einen komischen Spitzenhut auf seinem Kartoffelkopf drauf hat. Hey, ich habe keinen Kartoffelkopf. Und jetzt? Die Kinder haben dir gerade was von deiner Blume erzählt. Jetzt geh doch mal gucken. Ha? Wo ist denn? Wo ist deine Blume? Nein, nein, meine Blume ist genau. Ha! Wo ist meine Blume? Habt ihr das dem etwa verraten? Aber ihr seid doch meine Freunde. So? Und jetzt habe ich aufgepasst. Du musst mir jetzt drei Wünsche erfüllen. Ach Mist, das hat er gehört. Na gut, Kasper, pass auf. Ich weiß, was du dir wünschen musst. Du wünschst dir einen Lutscher und ein Eis und eine Tafel Schokolade. Nee, ich bin doch nicht doof. Ich habe ganz andere Wünsche. Mist, er hat's gemerkt. So, jetzt pass mal auf, mein Lieber. Jetzt kommt mein allererster Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Prinzessin wieder genauso aussieht wie vorher, dass sie wieder ihre süße Nase hat und dass sie nicht mehr heulen muss. Ach Kinder, das meint ihr doch nicht ernst. Aber sie sah doch so süß aus mit ihrem Rüssel im Gesicht. Ja, Mist. Na gut, aber nur weil ich's muss. Also pass auf, Freund. Abracadabra, sitze auf. Hey, nicht so schnell. Ich will genau hören, was du sagst. Mist, er hat's gemerkt. Ah, abracadabra, simsalabim. Die Prinzessin soll wieder so sein, wie sie war. So, jetzt kannst du ja hinlaufen, kannst gucken, ob's stimmt. Nö, mein Lieber. Ich hab noch zwei Wünsche. Ah, Mist! Sag doch mal dem Kasper, dass er sich nichts mehr wünschen soll! Ja! Ihr seid ja meine Freunde! Ja! Also, was willst du denn? Pass auf, mein zweiter Wunsch. Ich will, dass der Bauer Ackermann keinen Schnaps mehr trinkt, dass er wieder so nett ist wie früher und dass er seine Kinder nicht mehr haut. Noch Kinder! Das meint ihr doch jetzt nicht ernst! Ja! Aber es ist doch schön, dass er seine Kinder haut. Ja. Ihr seid doch meine Freunde. Ja. Na gut, aber nur weil ich's muss. Abracadabra. Hey. Schön langsam. Ich will hören, was du sagst. Mist, er hat's gemerkt. Also gut, abracadabra, simsalabim, der Bauer Krumm soll wieder so sein, wie er war. So, jetzt kannst du hinrennen, kannst du gucken, ob's stimmt. Nö, ich hab noch einen Wunsch, meinen besten. Ach Mist, er hat's gemerkt. Na gut, dann wünschst du dir jetzt ein Fahrrad. Nein. Ich hab einen viel besseren Wunsch. Pass mal auf, Kinder, da wird er gucken. Ich hab den Super-Kasper-Wunsch. Achtung! Ich wünsche mir, dass du, der Zauberer, nie mehr zaubern kannst und dass du nie mehr klaust, nie mehr lügst, nie mehr betrügst und ganz, ganz doll freundlich bist. Ach, das meint ihr doch
nicht ernst! Ja! Aber warum sollte man denn, warum soll man freundlich sein? Was bringt das denn? Naja, du kriegst Freunde. Wenn man freundlich ist, kriegt man Freunde, Kinder, stimmt's? Ja! Was? Meint ihr echt, ich krieg Freunde? Ja! Oh, ich wollte immer schon Freunde. Na gut, dann probiere ich das. Achtung! Abracadabra, Simsalabim, ich, der Zauberer, soll nie mehr lügen, nie mehr betrügen, nie mehr zaubern können und für immer sehr, sehr freundlich sein. Na? Und? Was ist denn jetzt? Ja, sag doch mal was! Kasper! Hab ich dir schon mal gesagt, dass du der hübscheste Kerl auf der ganzen Welt bist? Wow! Kinder! Hab ich euch schon gesagt, dass ihr die wundervollsten Kinder auf der Welt seid? Ihr seid so toll! Oh, was ist bloß los mit mir? Ich fühle mich ja so gut! Also dann, hör mal zu, willst du noch mal klauen? Nein! Willst du noch mal lügen? Nein! Ja, dann kannst du doch wieder in die Stadt gehen. Zu deinem Freund, dem König. Der hat dich sehr vermisst. Und wenn du nicht mehr klaust, dann ist er bestimmt wieder dein allerbester Freund. Ich weiß nicht. Meint ihr, dass ich das versuchen soll, Kinder? Na gut, ich danke dir, Kasper. Du bist ein guter Kerl. Und ich danke euch, Kinder. Ihr seid wundervoll. Ich danke euch. Danke, danke, danke. Uiuiuiuiui. Also, ich sag euch was. Wenn jemand immer so unfreundlich war und dann auf einmal total freundlich ist, oh, das ist komisch, oder? Also, jetzt muss ich mal gucken, was mein kleiner Freund da macht, ob er schon wach geworden ist. Und ich sag euch mal was, wenn der nicht wach wird, dann gehe ich da hinten zum Bach und dann nehme ich einen Eimer Wasser und dann schütte ich ihm den Wassereimer über den Kopf. Jo, dann wird er bestimmt wach. So, ich gehe den Franz Max wecken und ihr, wenn ihr wollt, dass es hier nochmal weitergeht, dann müsst ihr jetzt den Roland rufen. Roland! Oh Mann, Kasper, hör doch mal auf. Du weißt doch ganz genau, dass ich jetzt nicht mehr schlafe. Geh die Bühne umbauen. Oh, ja. Mann, der Kasper ist mein ältester Freund. Und das ist mein bester Kumpel. Aber leider ist er berühmt und ich nicht. Und dann sagt er immer, Roland, tu dies und Roland, tu das. Und dann mach ich's halt, damit er zufrieden ist. So, jetzt soll ich die Bühne wieder umbauen? Ja, genau. Wir gehen jetzt zum König. Der wird euch gefallen. Das ist einer mit so einem Bauch. Der isst unheimlich gerne, aber momentan heult er viel. Und wir gehen aber nicht ins Schloss, sondern wir gehen in einen königlichen Schlosspark. Und die Diana, die wird jetzt gleich den Hintergrund verändern. Und dann könnt ihr schon mal sehen, was da für eine schöne Wand runterkommt. Wie in einem königlichen Schlosspark. Was meint ihr denn? Was brauchen wir noch alles in einem königlichen Schlosspark? Sag's. Blumen, ja, was gibt's noch? Und ich habe hier mein Königspaket. Passt mal auf, das ist ganz viel. Also unser König ist ein sehr netter. Ich bin froh, dass er so nett ist. Aber er hat ein Problem. Er sagt immer zu mir, Roland, ich bin der König. Ich will etwas Besonderes. Ich will immer das Teuerste, ich will immer das Coolste, ich will Dinge, die andere nicht haben. Oh. Also so ein König ist nicht einfach. Und ich packe jetzt, ach so, die erste Frage ist natürlich, in was wohnt denn ein König? Ja, und die Diana ist gerade so nett und bringt mir mal das Schloss. Und das hier, meine lieben Kinder, ist unser königliches... Nein, das ist unser königliches Schloss. Wir können kein ganzes Schloss auf die Bühne bauen. Dann ist die Bühne weg. Das Schloss ist zu groß. Wir nehmen jetzt das hier. Das stellen wir so hin. Und guck mal, jetzt sieht das aus wie das Ende vom Schloss. Und jetzt kommt unser Baum. Das ist ein königlicher Baum. Und ihr werdet jetzt bestimmt sagen, wieso, der sieht doch genauso aus wie der andere. Ja, das stimmt.
Aber weil der König immer was Besonderes will, habe ich einen königlichen Busch dran gebaut. Also das ist der königliche Busch am königlichen Baum. Und dann stellen wir das hier hin und jetzt wird es schwierig. Achtung, er will immer, dass ich seine Mauern hinstelle. Die eine Mauer muss dann hier stehen, mit der Kugel nach da. Die andere muss hier stehen, mit der Kugel nach da. Dann hat er seine beiden Lieblingspflanzen, Farne, natürlich aus Holz. Der Große muss immer hier stehen und der Kleine muss immer hier stehen. Und dann hat er seine Wiesenstücke, auch aus Holz, und es müssen genau drei sein. Nicht zwei, nicht vier, drei. Und die werden so vorne hingestellt. Eins und zwei und drei. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Seit diesem Jahr. Weißt du es etwa schon? Was habe ich da? Was? Ja, eine Pflanze, aber was für eine. Der König will immer was haben, was andere nicht haben. Und deshalb war er der Erste, der gesagt hat, er erlaubt mir, Plastik auf die Bühne zu stellen. Und das ist seit diesem Jahr der neue königliche Busch. Und der muss immer hier vorne stehen. Und er hat mir schon gesagt, dass ich bei den anderen niemals Plastik auf die Bühne stelle. So, das sieht jetzt schon sehr königlich aus. Jetzt gehe ich mal gucken, ob er soweit ist. Ich habe vorhin gesehen, er hat schon wieder geheult. Der Herr König. Herr König, würden Sie jetzt bitte... Nein, Roland, bitte nicht. Bitte nicht auf die Bühne. Ich muss mir doch erstmal die Tränen abputzen. Herr König, bitte. Sie dürfen auch mal heulen. Ich weiß nicht. Ich fühle mich... Auch noch so viele Kinder. Einen schönen guten Tag, liebe Kinder. Ach, wisst ihr, ich bin so unglaublich traurig. Ich hab so eine schöne Tochter, die Silvana. Ja, aber die hat... Nein, die ist nicht mehr schön. Die hat einen Rüssel im Gesicht und die weint den ganzen Tag. Die hat sich oben im Turm, da hat sie sich eingeschlossen. Und die heult die ganze Zeit. Ich war eben an ihrer Tür und dann habe ich geklopft. Und sie hat nur gesagt, Papa, geh weg, das ist so schlimm. Ich könnte glatt schon wieder heulen. Oh, Moment, Kinder, da kommt der Kasper. Der Kasper darf mich nicht weinen sehen. Ich bin doch sein König. Kasper, ich bin hier in meinem Garten. Was? Im Garten? Und du lässt mich die ganze Zeit im Schloss rumrennen? Ach Mensch, König. Also, hör mal zu, ich habe da hinten einen mitgebracht. Und der, das, wie kommst du jetzt mit? Zauberer! Nein, ich bin zu schüchtern. Oh, Kinder, habe ich da eben die Stimme vom Zauberer gehört? Ja! Na, dann bleib halt da stehen an deinem Baum. Also, mein lieber König, ich muss dir dringend was erzählen. Hör mal zu. Moment, Kasper. So, ich bin dein König. Schau mal, da sind lauter Kinder. Du musst mich erst mal begrüßen, bevor du mit mir reden darfst. Ah, das habe ich ganz vergessen. Also Kinder, jetzt begrüße ich den König. Hallo König. Kasper, du kannst mich doch nicht vor den Kindern küssen. Na, warum denn nicht? Der ist doch total süß und der ist doch knuffig. Da kann man doch mal einen Bussi geben, oder? Also, hör zu, lieber König, ich habe eine Nachricht für dich. Da hinten, da ist dein alter Zaubererfreund. Der kann nicht mehr zaubern, stimmt's, Kinder? Der kann nicht mehr zaubern, sag's mal. Und er wird auch nie mehr klauen und nie mehr lügen und er will wieder dein Freund sein. Moment, Kasper, da muss ich erst mal die Kinder fragen. Stimmt das, Kinder? Oh, naja, hör mal, wenn er nie mehr klaut und lügt, dann hol ihn doch mal. Ich bin doch sein bester Freund. Moment, Kinder, ich brauche eure Hilfe. Der Zauberer, der steht da hinten und hat sich an einem Baum festgehalten. Ich krieg den nicht los.
ich gehe jetzt mal hin und schubse. Und ihr, ihr ruft mal ganz laut Zauberer. Nein, ihr seid wundervolle Kinder und ich mag euch auch sehr gerne. Aber ich war doch so böse. Mein alter Freund, der wird mich bestimmt nicht mehr mögen. Der wird mich wieder aus der Stadt schmeißen. Nein, ich mach das hier. Oje, sag mal, Kinder, ist er das? Oje, jetzt muss ich aber... Oh, mein lieber alter bester Freund. Es tut mir leid. Ich werde nie wieder lügen und nie mehr betrügen. Bitte, lass mich wieder in der Stadt leben. Ja, aber natürlich, mein alter Freund. Ich hab dich doch auch sehr vermisst. Du kannst den Kaufladen von der alten Frau Schulze übernehmen. Die ist jetzt schon zu alt. Meine. Ja, dann kannst du Zeitungen und Süßigkeiten an die Kinder verkaufen. Oh, hört mal, wenn ich dann den Süßigkeitenladen habe, kommt ihr dann mal zu mir zu Besuch? Ja. Oh, das ist toll. Vielen Dank, mein lieber Freund. Vielen Dank. Ich werde wieder in der Stadt wohnen. Vielen Dank, Kinder. Ihr seid wundervoll. Ui. Aber Kinder, jetzt sag doch mal, stimmt das denn wirklich, dass meine Tochter wieder schön geworden ist? Ich glaube, sie hört mich nicht rufen, aber ihr habt tolle Stimmen. Ruft doch mal bitte Silvana. Papa, ich bin wieder schön. Papa. Oh, das stimmt. Schaut mal, das ist meine schöne Tochter. Jetzt bist du wieder glücklich mit deiner süßen kleinen Prinzessinnennase. Hör mal, mein Kind, du gehst jetzt gleich in die Stadt und dann klopfst du an jeder Tür. Und dann sollen die Leute sehen, dass du wieder schön bist. Und heute Abend, dann feiern wir ein Fest. Geh, mein Kind, geh nur. Ja, ich lauf gleich los. Ich bin so froh, dass ich wieder hübsch bin. Ui. Ach, Kinder, jetzt ist alles gut ausgegangen. Und wisst ihr, das haben wir euch zu verdanken. Ja, ihr habt gut mitgemacht und gut aufgepasst. Und jetzt habe ich noch einen ganz besonderen Wunsch an euch. Ich muss euch etwas sagen. Ihr seid vielleicht ein bisschen traurig darüber. Unser Theaterstück, das ist jetzt zu Ende. Hat es euch gefallen? Ja! Dann dürft ihr jetzt mal ein bisschen für mich klatschen. Danke. Vielen Dank. Oh, das liebe ich. Dafür gebe ich euch auch noch was zurück. Achtung, liebe Kinder, groß und klein. Schaut mal, was ich hier mache. Könnt ihr sehen, was ich mache? Ich winke. Das muss ein König gut können. Ich habe schon als kleiner Junge geübt. Nur meine Cousine, die Königin von England, die Themse Liesel, die kann das noch besser. Vielen Dank für euren Besuch. Bis auf ein Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Halt, ruf doch mal den Roland vor die Bühne. Ja, Herr Majestät, ja natürlich. Ich gehe ja schon. Ja, ich bin ja schon vorne. Oh. Oh. Ein König muss aber nicht nur winken können, er muss auch gut essen können. Und das kann der ganz hervorragend. So, und jetzt, meine Lieben, ihr habt ganz toll mitgemacht. Jetzt habe ich für euch noch eine Überraschung. Das geht aber nur, wenn ihr mir vorher was versprecht. Und zwar gilt das auch für die Großen. Die Marionetten sind jetzt alle hinten und die erwarten euch nochmal. Ich will also, aber bitte kurz zu Ende hören, bevor alle losstürmen und mich plappern. Ich würde ganz gerne, dass ihr auch mal hinter die Bühne kommt. Das bedeutet, ihr sollt nicht nur von vorne gucken. Ah, soll ich mal ganz kurz? Diana, bringst du mal vielleicht den Herrn König? Ihr sollt nie nur von vorne gucken. Ihr sollt auch immer mal von hinten gucken.
Aber jetzt kommt's. Die Marionetten, die haben ganz kleine Finger. Und der Kasper, der hat nur noch drei Finger und einen Daumen. Dem fehlt ein Finger. Und ich sag euch auch warum. Kommen Sie, Herr Majestät. Oh, Lord. Der Kasper hat also nur noch drei Finger. Und wie ist das passiert? Das war in einem Kindergarten. Da war ein ganz kleines Mädchen, die war drei. Und die hat ihm die Hand gedrückt und Danke gesagt. Und dann ist der Finger abgebrochen. Das tut dem Kasper nicht weh, aber das sieht doof aus. Das heißt, wenn ihr da nach hinten kommt, und zwar in einer Schlange, einer Kinderschlange, ihr dürft alles angucken. Ihr dürft auch Fragen stellen. Aber ihr dürft nichts anfassen. Versprecht ihr mir das? Ja! Lauter! Ja! Und jetzt die Großen. Versprecht ihr es auch? Ja! Lauter! Ja! Okay, dann dürft ihr euch jetzt da drüben hinstellen. Und ja, achso, Moment, Sekunde. Ich setze mich ja ganz kurz zu euch. Dazustellen. Okay. Jetzt guckt mal da bitte für die Kamera, das ist die Presse, das sind wir morgen in der Zeitung, zusammen mit dem König und auch dem Roland. Und jetzt mit Hilfe der Eltern bildet man hier eine Kinderschlange. So, schön hintereinander. Und dann kommt ihr, also ihr haltet euch am besten an den Schultern fest, macht so eine Stange. Und dann könnt ihr gucken. Aber bitte nicht anfassen, ihr habt es mir versprochen, ja? Okay, also komm. Da durch und drüben wieder raus. Morgen könnt ihr nochmal kommen, da gibt es ein anderes Märchen. Fridolin und der Zauberring. Wenn ihr Zeit habt. Natürlich nur, wenn ihr Zeit habt. Kasper, benimm dich. Nur gucken, nicht anfassen. Es ist ganz, ganz schwer, ich weiß nicht. Ja, komm, lass uns mal da vorne hingehen. Was wollt ihr denn? Was denn? Dann haben wir Stoff.